Ja, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge hier beim polnischen Chaos. Jawohl, wir haben die Biogasanlage vollgestopft. Das sollte erstmal länger auf 76.000 Liter bleiben. Wir haben nämlich an drei Ballen, glaube ich, zu viel reingepackt, aber gut, die lösen sich, denke ich, auf mit der Zeit. So, dann Kurva müssen wir uns im Trockenen reinstellen, weil für Kundschaft die Aufträge bearbeiten können wir nicht. Ist einfach am Regnen, bevor Ernte zu wenig ist, ist schlecht. Und ja, wir haben da nicht so viel zu tun. Wir könnten nur dem Geier auf den Sack gehen, indem wir fragen, ob der noch so ein bisschen Mist oder sowas für uns hat für die Biogasanlage. Das könnten wir eigentlich mal machen. Ich versuche mal da anzurufen. Weil ich brauche jetzt hier den Neber. Ja, hallo? Ja, hallo, Saremba hier. Ah, Saremba, Carajo, Gariba, Aliva, Aliva, Andale, Andale. Ja, ich nix Spanier, sondern Bolle. Mexiko. Du, Geier. Ja, aus Mexiko, kennst du? Geier, hast du schon Tiere eigentlich? Ja. Oder nixe? Ja, doch, natürlich. Was machst du mit deinem Mist? Auf die Felder fahren. Sollen wir Deal machen? Ich mache daraus in die Biogasanlage und du kriegst die Reste daraus. Bis jetzt habe ich erst 1000 Liter, also das. Ja, das lohnt noch nicht, aber ich meine nur für die Zukunft gesehen. Ja, müssen wir mal gucken, wie viel das wird. Bei Gülle habe ich ja auch, mal gucken. Ja, Gülle kannst du auch geben. Mache ich auch, nehme ich gerne, kann ich noch ein paar Nährwerte rausnehmen und da Strom rausmachen und du kriegst noch dann die Reste daraus wieder. Ja, können wir mal gucken, wenn es soweit ist. Ja. Na, also wir nehmen beides, beides nehme ich an, gerne. Ja, ja, müssen wir mal gucken, ja. Können wir machen. Ja? Okay. Ja, ja, wir gucken mal, wenn das soweit ist, ne? Und was machst du sonst bei dem Regen hier, bei dem scheiß Wetter? Versuch zu düngen. Ja, das geht gut, aber dreschen und so ist alles scheiße, kriege ich keinen Ertrag. Es klebt ja alles zusammen und hast du nicht gesehen. Ja, du musst es trocknen lassen, das ist alles scheiße. Ich gehe jetzt erstmal in die Werkstatt und mache Pause. Ich muss bauen, ich bin am Bauen oder versuche zu bauen. Achso, war dieser große Big Bagger hier, den Matterfall rumgefahren hat, hier für dich oder was? Achso, ist der schon unterwegs? Weiß ich nicht, ist mir einer entgegengekommen. Okay, nichts gesehen. Ja, dann noch nicht bei dir, aber die ist da hin und her gefahren mit. Okay. Was wolltest du denn bauen? Ich brauche größere Hallen für meine größeren Maschinen. Aber mit Tore oder ohne? Mit oder ohne Tore? Mit Tore. Aber machst du doch sowieso nicht zu, also kannst du auch weglassen. Ja, eigentlich schon. Ach, hier steht der Bagger, ja, ich hab's schon gesehen hier. Ja. Weil ist auch einfacher für Leute, die Zap-Zarab machen, brauchen keine Tore aufbrechen. Ja, genau, da bin ich hier richtig. Ja? Weißt du Bescheid? Ja, ja, ich weiß Bescheid. Wenn du was abgeben willst, ne, immer meinen Rand damit, ich nehme gerne. Ja, ich merke mich. Sogar so ein kostenlos gerne nehmen ist besser. Ja, ja, das glaube ich. Na, alles klar. Das ist aber nicht möglich, kostenlos. Ach, schade, aber auch. Ja. Da muss ich gucken, ne? Problem. Alles klar. Okay, alles klar. Ja, keiner weiß Bescheid. Alles klar, ciao. Ja, genau, keiner weiß Bescheid. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ja, sowas auch. So ein paar Liter Kröten braucht. Ja, ja. Mehr hat er nicht. Den brauchen wir jetzt auch nicht. Diese 1000 Liter. Ne, die brauchen wir nicht. So gut, aber. Können wir unsere Auftrag in einen, den wir abgeschlossen haben, fertig melden. 170. Diese fast fertig. Das. Hey, wie hieß das? Ach, 140 war das. Wieso ist diese hier da als abgeschlossen? Und hier steht sie auf 100% noch. Ich kann das nicht. Ich kann das wieder nicht fertig machen. Das gibt's doch gar nicht. Eieiei. Ach so, doch. Oh, blöd, Mann. Hier unten steht doch abschließen.
So. Und dann 170, 168. So, was haben wir denn noch hier alles aktiv? Nur die. Was ist hiermit fertig? 21, 130, 178. Mit dem Pflugen muss ich mal nachfragen. Ja. Du, Martha. Ja. Im Auftragsbuch, ne? Ja. Da stehen noch ganz viele Aufträge drin. Feld 21, 130. Was war das zu ernten? Diese kleine Kleckerbeträge. Kann ich eigentlich alle fertig machen? Diese Flügen auch? Ja, eigentlich. Ja, ja. Ne, weil gibt ja Geld alles. Ja. Freilich. Alles abschließen. Alles, was Geld bringt. Weil, warum nicht, ne? Immer mehr rein mit der Kohle. Genau, Geld braucht man immer. So. Guck mal, das sieht doch wieder gut aus. 480.000 Euro. Oh, das ist gut. Ja, aber immer noch zu wenig für Kowalski. Weil Kowalski und ich, wir haben ja noch, beziehungsweise ich habe noch Schulden bei ihm. Also, bei mir selber Schulden, weißt du, selber. Ist okay, ja, wieso? Ja, für Big M habe ich halt bei ihm noch nicht alles bezahlt. Da müssen noch, lass mich überlegen, irgendwie 300.000, 400.000 noch haben. An ist Schulden. Noch offen, oder wie? Ja. Aber wenn ich jetzt bezahle, dann bin ich auf Null. Das ist sehr schlecht. Ich muss immer ein bisschen Geldpuffer haben. Ja, warte mal, warte mal. Ich hatte Unterlagen geschaut. Hier steht nur Förderung aus. Förderung ist immer gut. Bitte. Ich hab Unterlagen geschaut. Ja, wofür war diese Förderung jetzt hier? Ja, für die Flächen und für den Lohnunternehmer, dass er so gut Arbeit leistet. Ach so, okay. Sowas gibt es in Polen, okay. Ja. Das ist sehr, sehr gut. Ja, kann ich ja Kowalski anrufen und sagen, ich kann Rechnung bezahlen. Genau. Aber ich sehe gerade auf Handy, ich habe das ja gleichzeitig in der Hand, kann gucken immer, der ist gerade selber am Telefonieren. Ah, okay. Ist der, ist auch immer nur, schwer beschäftigt. Ja, immer nur am Telefonieren. Ich weiß nicht, ob der die ganze Zeit mit seiner Frau redet oder so, keine Ahnung. Hilfe. Das war nicht gut. Das soll er arbeiten. Ja, genau. Nicht immer nur reden. Nächstes Mal, ich stelle nur Leute ein, die Single sind, die auch kein Bedürfnis an Ehepartnern oder allgemein anderen Geschlechtern haben. Ja, oh, das wird schwer. Ja, so eine Scheiße gibt es leider nicht. Jeder mag irgendwie andere Leute. Ja. Ja. So, was kann ich bei Regen noch machen? Ernten kann ich nicht. Habe schon im Geier angerufen, versucht mit hier zu handeln wegen Gülle und Mist. Ja. Aber der hat nur 1000 Liter ungefähr an Mist. Okay. Ist so gut wie gar nichts. Das lohnt sich gar nicht, ne? Weil ich handle ja mit gegen Gärreste wieder umtauschen, weißt du? Ja. Weil macht mir mehr Sinn für mich. Alter, was ist denn hier los? Hier wird gehupt, was ist hier los? Ich muss ja mal rausgehen und gucken. Ich guck mal erstmal, wer da los ist, wer da rum da hupt. Mach das, dann hört man sich wieder. Ich guck mal eben über den Zaun. Ah, so, ich seh schon. Ja, der ist nur der Kowalski, ich muss da eben rüber, ne? Jawohl. Jo, tschüss. Ciao, ciao. So, alles klar. Chef. Ja, komm her, warte doch mal. Ah, du bist ja. Du bist bei dem Regen aus dem Büro raus, dass man. Was heißt Büro? Ich hab mir erstmal in der Bierzwitscherei bei uns da erstmal eingezwitschert. Ja, ist ja gut. Das ist die erste Ladung, gell? Ja, wie viel hast du denn noch davon? Auf dem Feld liegen noch 6 Stück. Mehr nicht? Oder haben wir noch auf andere Felder was liegen? Ich weiß nicht. Ich weiß, wir haben noch. Was haben wir denn für Felder? Feld 6 und Fetch ist noch Gras, gell? Ja, weiß nicht, kannst ja mal alles abfahren, ob du noch was findest. Ja. Ja, ich geh noch mit und dann
Mehr Grasfelder haben wir gar nicht, ja? Nee, haben wir nicht, haben wir nicht. Legst du Ballen? Warte, wo legen wir Ballen hin? Wo bist du denn, Arena? Achso. Bist du weggelaufen? Ja, komm noch mal ran hier, auf einen halben Meter. Ja. Guck mal, legst du hier hinten an de Zaun schön hin, hier so. Hier so in die Richtung. Hier so, so hin, bis kurz vorm Silo. Ja, gut, machen wir so. Das sollte passen, weil die dürfen nicht hier mit dem komischen Geierballen zusammen, weißt du? Das Geierballen? Ja, hier alles von Geier. Ey, hast du noch leere Fässer? Was? Leere Fässer? Ja, IBC-Container. Wieso? Brauchst du noch welche, oder wie? Naja, ich hab die nur gesehen eben. Wie ich da Anhänger. Ja, du kannst hier Siliermittel noch bringen und da reinpumpen wieder. Was für Siliermittel? Ja, dafür kann man die verwenden, wenn man lustig ist. Ja, ich fahr jetzt mal Silageballen und. Mach das. Warum bist du eigentlich immer permanent am Telefonieren, wenn man dich anrufen möchte, hä? Ach, so viel zu tun, weißt du doch. Ja, du sollst weniger mit deiner Frau reden, ehrlich. Ja. Habe ich eben zu Martha Ball schon gesagt, ne? Kollege. Was denn? Ja, ich stelle bald nur noch Leute ein, die entweder keine Partner haben oder auch keine Lust, einen Partner zu finden haben wollen. Die stelle ich ein. Die Junggesellen bleiben wollen, ja? Ja, die telefonieren nicht so viel. Ja, dann schick's mal an. Ja, kannst du doch was machen, weniger telefonieren. Gut, ich fahr mal, lad ab und dann fahr ich weiter, gell? Ja, mach das. Und ich gehe wieder zurück, mir ist kalt und ich bin nass, ne? Ja, deswegen wollte ich mich erstmal umziehen gleich. Gut, doch. Bis gleich. Nee, nicht bis gleich. Was willst du bei mir zu Hause? Nix. Du sollst arbeiten. Kaffee trinken, Bier trinken. Bier, ja, dann können wir gleich trinken. Naja, gut. Tschüss. So ist das. So. So. Mal eben schnell über die Straße huschen wieder. Dann gehen wir mal eben kurz jetzt da vorne ins Haus und ziehen uns mal erstmal ein bisschen um. Ja, der Regen ist alles so platternass geworden. So, warte mal, wie war das nochmal hier so? Da, platternass geworden. Wir müssen uns hier erstmal schick umziehen. So, was ziehen wir uns denn jetzt an? Ach, hier so einen dicken Pulli könnten wir mal anziehen, ne? Ja, schon wieder die Maus hin. Da. Einen schicken blauen Pulli oder hier so eine. Also Softshelljacke als Chef hier, das sieht gut aus. Aber nicht diese Farbe. Was haben wir hier? Gelb? Ein Kackneon-Gelb? Warum geht denn das immer raus? Was soll das denn? Wie? Das für hässliche Farben. Oh, komm, so ein Blau, das steht mir doch. So. So, umgezogen, perfekt. Oh, jetzt bleiben wir mal ein bisschen drunter stehen. Da oben der Flugzeug. Das da oben, das fliegt auch mal wieder hier von A nach B. Wer weiß, wohin es fliegt. So, was haben wir noch für neue Aufträge? Ernten. Was ist das für Ernten? Kartoffeln. Aber ernten kann ich gerade nicht. Dieses Jahr am Regnen. So viele auch Gruban. Gruban ist auch mal was anderes. Ne, aber gibt keine Kohle, ey. So eine Scheiße, ey. Ein bisschen pflügen. Ah, gibt keine Kohle auf diese Gegend hier. Auf jeden Fall der Robson, der sieht auch gut aus. Ah, ne, Ballen pressen. Das wäre noch eine Logistik hier. 12.000. Feld 205. Da können wir mal gucken. Wo ist 205? 200er Nummern sind doch hier oben. Hier 202, 208. Achso, hier Dreieck. Ja, das könnten wir machen. Nochmal eine Ballaktion. Das kann man auch bei Regen machen. Ja, muss ich nur gucken, wo Trecker ist. Eine hatte Kowalski. Und wo ist zweite?
Muss ich mal schauen, ob ich finde. Schnell, schnell, schnell laufen. Aber ein bisschen schneller laufen durch den scheiß Regen. Warum denn die? Ja, so einen kleinen Hobel haben wir noch hier, ne? Ach, Kleinberg, man. Wir können ja auch. Ach, man, nicht mit dem kleinen Hobel hier. Man ist doch hier. Mit Amy hier. Da können wir doch auch hier Dick Man, ne? So. Nee. Darauf wollten wir. Müssen wir aber warten und zettern. Vertrag akzeptieren. Machen wir und dann können wir da gerne hinfahren. So. Bisschen Licht an, Rundumleuchte an. Los geht's. So. Auf geht's. Feld 205. Hallo, fahren Sie bitte keine Kratzer rein. Ich bin extra stehen geblieben. Polski, Polski, willst du mich ärgern? Hauptsache einen Meter fahren und sofort wieder gegenfahren oder was? Gut, aber bleib stehen. Ein schlechter Freund, ehrlich. Ja, und du bist auch schlecht. Bis hinter mir. Meine Güte, fährt man einen Meter vor und sofort wird alles hier mitgenommen, was geht. So, nee, noch nicht frei. Jetzt aber. Jetzt könnte was werden. Müssen alle bei Kowalski in die Werkstatt, diese Trecker da. Die klackern alle, oder ich muss mit Kowalski mal sprechen, dass der die Motoren mal besser einstellt, dass sie nicht so klackern. Das ist schrecklich, was sich das anhört. Wie dieser hier, so muss sich das anhören. Schön gleichmäßiges Sound und kein klack, 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 klack. Immer diese Kowalskis, ne? Die können denn auch nicht fahren. Macht die Musik out, ne? Kann man auch besser was hören. Ich weiß, warum ich hier nicht durch die Stadt fahre. Aber wir sind auch schnell unterwegs mit 52 km/h. Obwohl hier nur 42, 43er Getriebe drin ist. So. Dann müssen wir jetzt hier links abbiegen. Lassen wir den eben einmal vernünftig fahren diesmal. Oh, Polizei. Fahr doch. Einfach fahre, Polizei. So, bei der Bürgermeisterin vor die Tür herfahren, auf rechts abbiegen und dann auf linke Seite des Felds sein. Eben
einmal richtig nochmal auf Navi gucken. Muss ich ja hier rund Feldweg rein. Oder ich hätte gerade den Feldweg reingemusst, aber da sind wir schon vorbei. Okay, wir fahren hinten rum. Das geht, glaube ich, schneller. Gleich Feldweg reinfahren. Uiuiuiui. Genau, diesen Feldweg hier rechts müssen wir rein. Hier diese kleine Spitze, da müssen wir anfangen zu mähen. Aber das sehen wir in der nächsten Folge, wenn es dann wieder heißt, hier herzlich willkommen beim polnischen Chaos. Mit dem Chaos Farming zusammen nehme ich hier auf. Geht auch dort vorbei, lasst ein Like und ein Abo da, ihr wisst das ja. Und bis dahin, euer Kapo und ciao, ciao.